Willkommen zurück bei Bayonetta. Letzten Part haben wir irgendwie zwei so eine, keine Ahnung was, Brüder besiegt, haben Katana bekommen und gehen jetzt weiter durch diese Stadt. Naja, ich aktiviere gleich. Und Brücke gebüht. Gar nicht knapp. Nein. Ich muss bloß. Erstmal füllen wir unsere Magie auf. Zwar auf eine sehr mysteriöse Weise, aber naja, wenn sie sich wieder kämpfen, kommen sie aber vorher richtig tanzt. Wer hat sich dadurch nicht mal die Magie früher aufgefüllt? Soll es egal sein, ne? Auf jeden Fall mag ich das Katana. Hat sich da letztens hier aufgefüllt. Mir soll es egal sein. Bam! In der Kirche. Okay. Ich hab den Visa oben. Okay, ich konnte es mir noch nicht so ganz mit in der Story, aber Swaggy Beaver. Der Verfahren mit diesem Onkel. Diese Bestie, besser gesagt. Wenn ich nur dein Bewegungsmuster kennen würde, wäre es schön. Und mein Katana ist stärker als keine Ahnung, als du selber. Au! Du machst Schaden, aber nur ein bisschen. Aber wir nehmen einmal einen Lolli und dann geht's uns wieder besser. Nope. Du kannst gar nichts, komm. Tschüssikowski. Hexenzeit. Mongo. Was mit der Kirche, Alter? Jo. Hi. Wie geht's so? Gut. Lass mich einfach nicht von den anderen ablenken. Fertig. Aber er tötet uns. Deswegen haben wir halt die Sachen gekauft. Wir müssen jetzt aber eigentlich nicht brauchen. Ich würde sagen, du bist sofort down.
Ich hab zu spät gedrückt, ich habe mich an der Nase gekratzt, wollte mich verarschen. So, wieso nach unten? Jetzt wird gekämpft. Jetzt bist du fertig gemacht, du Mongol. Das Lämmer da war, ist niemand in der Nase kratzen wegen eines Bossfights. Ich bin gestorben, aber nur weil ich mir eine Nase gekratzt habe. Aber jetzt aber oben fern, ne? Du hast einen Stein aus sei. Okay. Okay. Kein Problem. Er? Dieses Minispiel ist so dämlich, ne? Ja, ich bin der Feuermaster. Bekommen. Kann heute zielen wie nichts. Jetzt irgendwo einen Lutschein kaufen, also von dem Minispiel kaufen und jetzt mal heile Sachen, ne? Der Rest wird in Geld umgewandelt, obwohl uns das überhaupt nicht zwingt. Kapitel 3, verbrannte Ende. Erde. Schwierigkeitsgrad? Ja, wir spielen schon auch normal, ne? Weil der Schaden kam ja in einer Folge ein bisschen kurios vor. Die Montunenstil des legendären Helden steht für Tapferkeit, Stärke und Weisheit. Mit dem Master-Schwert und den Hylian-Schild steht eine ganz neue Spielvergnügung auf. Drücke in die Richtung eines Feindbiestes, um diesen im richtigen Moment abzuwehren. Okay. Speicher. Und zurück in Spielen.
Okay. Achso, okay. Wie viel Schaden macht das bitte? Die Schwerterkämpfe sind eigentlich ganz gut. Ja, der hat sein... Oh, jetzt hab ich verloren. Oh, nochmal, ja, ganze... Das ist eine Turbine. Da war auch irgendwie klar. Und Kick. Das ist ein Insta-Kill fast. Gut, man könnte sogar schon lange auf, ne? Zisch ab. Boah. Ich hab gedacht, du sollst abzischen, nicht ich. So. Zu trümmern. Gut. Wir kriegen aber da ganz schön viel Schaden rein, ne? Lol. Boah, viel gehabt, ey. Ist zwar so klar, es ist doch einfach. Es war so klar, ne? Ja, ich sehe euch simulativ. Lass mich doch mal durch. Hungo. So ein Spaß, ne? Richtig nervtötig. Aber hier müssen wir den Part wieder beenden, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben bis Kapitel 3 jetzt schon gespielt. In 5 Parts? 6? Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie viele Parts es gibt. Ist mir auch egal, das Spiel macht Spaß. Ich sage nur, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.